jetzt das Bild. Ja, das Bild erscheint. Sehr gut. Ja, wo müssen wir hin? Ach du. Ja, diese Wegrichtung. Setzen. Ziehen. Ja. Ich glaube gar nicht, wie dankbar ich euch, also, ne, hier euch bin, dass ihr mich dann wieder rumkutschiert. Ich bin ja froh, dass es aufhört, sobald ich selber fliegen kann. Aber ich glaube, das dauert noch, oder? Wie gesagt, ich bin noch eine blutjunge Anfängerin, was das Spiel betrifft. Ich glaube, das ist auch mein... Doch, das ist mein erster Schaden, den ich jemals überhaupt so weit gelevelt habe. So. Tachchen. Was führt dich zu uns? Bist du eine Abenteurerin? Du musst selber froh sein. So leichte Kleidung, wie du trägst. Bitte wärm dich an unserem Feuer. Mir ist eigentlich eher warm als kalt. Dein Gefährte sieht besonders mitgenommen aus. Setz dich schnell. Ich werde sofort etwas wärmenden Tee zubereiten. Siehst du, jetzt geht es dir schon besser. Lass dir alle Zeit der Welt und komm wieder zu Kräften, hörst du? Das gilt auch für dich, Abenteurerin. Gerade wer in Eile ist, braucht einen ruhigen Atem. Abschließen. Gib mir XP. Ich brauche sie. Ich will sie haben. Machst du denn etwas sauber? Wie cool ist das denn? Oh, es geht. Ein Kollegen von der Arbeit abholen. Komm später wieder. Okay, mach das. Bis später. Komm mal, geht das so hin? Okay, so. Da. Quatsch. Da hin. Ich habe mir große Sorgen um Bix. Sicher ist er noch allein da draußen. Und das alles nur, weil er mich von den Galeeren schützen wollte und ein Ablenkungsmanöver gestartet hat. Dabei haben wir uns aus den Augen verloren. Wir dürfen ihn nicht im Stich lassen. Bix ist mein bester Freund. Vielleicht hat Aberli ihn ja gesehen. Vielleicht. Doch nur vielleicht. Du suchst den Gefährten dieses jungen Mannes? Ich fürchte, da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass er im Blick der Furie Unterschlupf gesucht hat. Die Höhle bietet nach wie vor Schutz vor der beißenden Kälte, sondern auch vor neugierigen Blicken etwaiger Verfolger. Ich verschwinde auch nun ins Blitz bei anstrengender Tag heute. Jetzt Nächte. Ja, dir eine gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Und vielen lieben Dank, dass du da warst. Und auch nochmal für dein Follow. Vielen lieben Dank. Und einen guten Start in die Woche natürlich. Es ist nicht weit bis dort. Wenn du keine bessere Spur hast, solltest du einmal einen Blick riskieren. Nehilia, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub. Vielen, vielen lieben Dank. Und eine wundervolle gute Nacht. So. Ich und Karten. Nehmen wir einmal unsere dicke Katze. Unser dickes Kätzchen. Und marschieren einmal hier hoch. Gibt es irgendwelche Viecher, die ich brauche? Nein. Hier nichts.
Ist hier nicht. Nur wieder Plasmodiums. Ich will. Oh, Scheiße, jetzt haben wieder Viecher alle angegriffen. Danke. Ah, das wollte ich doch nicht. Komm, ey, bis Stufe 47. Willst du heute echt das schaffen? Kann doch nicht wahr sein, das muss ich doch irgendwie mitgeben. Oh Gott, und ich sterbe. Wow. Yeah, okay. Insgesamt seit wir gestartet haben, der vierte Tod. Ne, fünfte. Fünfter Tod, wir sind vorhin schon mal gestorben. Fünf Tode. Wer geht denn noch? Geht ja noch. Dann nochmal zurück. War halt auch blöd gelaufen, dass ich dieses Viech da angegriffen habe, ey. Also, wie blöd kann man eigentlich sein? Wenn man seine eigene Taste nicht kennt, sollte man es vielleicht lassen. Geht's sofort weiter? So. Wie reit hier? Also falsche Richtung. Das auch noch. Was haben wir noch? Das hier nehmen wir mal. Wir müssen so ein bisschen unser Inventar auch leer kriegen. Zwischendurch darauf achten, ob ich hier noch irgendein Viech fürs Bestiarium brauche. Ich glaube, hier müsste man die alle haben. Ne, hier lang. Gott, ich habe einen Orientierungssinn. Komischerweise fühle ich mich relativ schwach, wenn ich die Viecher hier sehe, obwohl ich auf dem gleichen Level bin. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Alter. Sieht ja mega aus. Was, bist du ein Vieh, was ich brauchen könnte? Nee. Alter, das sieht echt cool aus. Oh. So, ich will ich nicht. Voll geil. Okay. Ich mach bald so einen Reiseführerkatalog auf. Schönsten Orte von Eosia. Hm.
So, und diesmal greifen wir bitte kein Viech an. Sondern gehen wir einfach nur rein. Lassen es uns gut gehen. So. Ausschau halten. Ausschau halten ist genau das, was ich suche. Oh, scheiße. Wiedergänger. Immer so ein bisschen zurückgehen. Oh Gott, ich sterbe wieder. Jo. Ich glaube, die Quest wird heute nichts. Gut, warte mal. Wir werden mal kurz shoppen gehen. Einmal ganz kurz shoppen gehen. Ich meine, vielleicht finden wir noch was Tolles. Rüstung. Nee, Waffen war es, ne? Waffen. Nämlich einmal auch nach einem neuen Bogen gucken. 40 bis 49. Das war hier. Elbenlangbogen. So. Ich freue mich auch schon auf die nächste Klasse, die ich dann mit euch ausprobieren möchte. Weißt du noch nicht, welche das sein wird? Ich habe auch das Gefühl, dass das ewig dauern wird. So. Will ich jetzt nicht unbedingt nehmen. So. Also doch, warte mal, was ich noch verkaufen möchte, sind zumindest die alten Bögen. Warte mal. Wir haben doch hier so viele. Huch. Ach doch, den habe ich angelegt. Okay, das will ich behalten. Diese ganzen alten Bögen, die braucht doch keiner mehr, oder? Das Einzige, was ich halt behalte, sind diese Sachen hier. Das Arsenal eigentlich unendlich? Das wäre auch nochmal so eine Sache, die mich interessieren würde. Ob das Arsenal halt komplett unendlich ist oder ob es da halt auch eine Grenze gibt. Die eigentlich irgendwas machen? Ich weiß nicht, wofür dieser eine Mochel da ist.
Gut, wir gehen aber einmal kurz ins Gästezimmer? Gasthaus, genau. Gästezimmer. So, wo ist das Gästezimmer? Hier. Yep. Ich möchte mein Zimmer einmal beziehen. So. Einfach nur einmal komplett alles anwenden. Müssten wir, ja, jetzt müssen wir wieder das komplette Outfit haben. Stimmt, und was wir noch machen wollten, weil ich jetzt die ganze Zeit vergessen habe. Und zwar. Das hier. Da will jemand dran teilnehmen. So, und wir machen jetzt auch einmal ein paar andere Sachen zwischendurch. Bisschen was anderes als die Hauptquest. Ich glaube, bei der Hauptquest kommen wir heute nicht weiter. Vielleicht auch, weil ich zu müde bin. Ich will irgendwie anders noch versuchen, vielleicht an die Stufe 47 ranzukommen. Oh, ich bin auch einfach zu unaufmerksam gerade. Aber es gibt hier noch genug kleine Quests, die man so machen kann. Ist das nicht irgendwie... Aufträge beenden kann ich, glaube ich, nicht, ne? So, da reisen wir mal nach da. Machen wir halt erstmal die Baden-Quest. Gibt ja auch. Und bis das mit dem Gillengeister fertig ist, können wir es sowieso machen. Die Richtung. Stimmt, und Bestiariumstiere brauchen wir eh. Bis danach müssen wir auch noch Ausschau halten. Wenn wir es bis 3 Uhr schaffen, wäre es ja ganz gut. Killermantis. Nee, die brauchen wir nicht. Törchen. Panzerschuppen-Sahagin. Haben wir einmal. Was haben wir denn bei Bestiarium?
Östliches. Okay. Äußeres. Himmelsstiege, das ist hier aber nicht, ne? Nee. Da das Hochland. Und hierfür. Und wo. Jetzt mach doch hin, dann lass doch schneller. Hier. Teilnehmen. Mann. Oh nö. Aber das Ding mit dem Stufenaufstieg, oder? Ich habe nämlich extra diesmal. Ich verstehe es nicht. Ich bin dies. Oder ich habe diesmal absichtlich, oder wie man es mir gesagt hat, extra gesagt, okay, kein ne? Auswahl aufheben. So weiter, aber okay. 9 Level 14 wird. Ja, tatsächlich. Also ich bin zwar Level 46. Aber ich bin noch sehr, sehr neu. Ich habe vor 2 Jahren das erste Mal FF14 angefangen. Dann aber aufgehört, weil, ja, kein Money für monatlich zahlen. Bei Schülerinnen und so. Und jetzt habe ich vor, ich glaube, 1,5 Monaten ungefähr angefangen wieder. Und bin im Suchtmodus. Aber ich bin blutiger Anfänger. Ich habe hier so 4, 5, 6 Leute, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber ich bin, ja. Purer Anfänger. Aber ich glaube, ich steigere mich. Ich hoffe es. Ich frage mich immer, warum das so jetzt. Zurück. Aber ich bin verliebt in FF14. So viel kann ich zumindest schon mal sagen. Aber vielleicht ganz so viel. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, dass sie. Ich weiß nicht, ob sie zu viel erklären. Wo sie mir auf jeden Fall Tipps geben, ist halt, was meine Klasse angeht, wie ich die Bardenfähigkeiten am besten einsetze, also diese Lieder, die ich hier habe. Und ansonsten dienen einige mir gerne als Taxi. Also ich selber habe halt, ja, ich bin zufrieden, wenn, ne, ich mein erstes Reittier habe. Ich kann ja mittlerweile Gott sei Dank reiten. Aber. Es sind halt, ja, Leute, mit denen ich mittlerweile ganz gut klarkomme, die halt auch regelmäßig halt so vorbeischauen, wie es bei mir so aussieht, die mit in die Indies reingehen, die dann halt sagen, ey, komm, du wartest da jetzt schon eine halbe Stunde, machen wir mal, helfe ich dir. Aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass sie sagen, so, du musst das und das machen, sondern, ne, zumindest sagen, hier, den und den Tipp kann ich dir geben. Also es sind eher Tipps als einer. Bis noch in der Story. Das Wichtigste ist einfach nur, dass du die Glow Quest machst. Ja, das ist zum Beispiel auch sowas, was die mir halt
oder einige mir gesagt haben. Weil ich habe anfangs, ich habe glaube ich wirklich alles gemacht. Für jede kleinste Pizze-Quest mache ich jetzt halt nur noch dann, wenn ja, ich nichts anderes zu tun habe. Ansonsten halte ich mich größtenteils an die blauen Quests, ja. Aber das sind halt auch so Tipps. Aber es ist jetzt halt nicht so wie, mach das, das und das, geh da und da hin. Du hast das und das zu tun, das und das warst du falsch. Also sowas ist es schon nicht. Aber ich glaube, ich habe auch anfangs sehr, sehr viel gefragt. Aber wie gesagt, größtenteils Hilfe habe ich halt auch in den Indies gekriegt. Wenn zum Beispiel gegen Ifrit oder jetzt heute gegen Garuda. Gegen Garuda haben wir vorhin gekämpft. Und ja. Also ich glaube, ich habe da ganz gute Leute, die nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig sagen. Und mit denen ich halt auch so ganz gut konform gehen kann. Ich kenne sowas aus meiner Mentor für die Neulinge. Ah, okay. Also mit meinem privaten Shop bin ich tatsächlich auch in der freien Gesellschaft drin. Ja, wie, da haben mich halt ein paar Freunde mit reingebracht, die ich halt auch so privat kenne. Hier bin ich halt noch nirgendwo drin. Es war halt auch wirklich spontan, dass ich das hier gemacht habe. Das war so von jetzt auf gleich eine Entscheidung, wo kommt. Bock auf FF14? Ja. Und ja. Ich wollte es eigentlich nur antesten, ob es mir noch gefällt, ob ich noch, oder ob ich mit klarkomme und so weiter und so fort. Das wollte ich eigentlich nur testen und ja. Beim Testen ist es nicht geblieben. Nur jetzt ist es halt schon relativ spät, das heißt, einige von denen, mit denen ich jetzt für gewöhnlich zocke, die sind leider schon im Bettchen. Oder kommt später nochmal wieder. Aber ich bin, wie gesagt, noch gut junger Neuling. Ja. Also, es ist nicht das erste Final Fantasy, was ich zocke, aber das die erste Erfahrung mit FF14. Intensive Erfahrung mit FF14. Ich habe vorher eher Charaktererstellung gemacht. Ich glaube, ich habe mindestens 7 Charaktere erstellt, einfach nur, weil ich die Erstellung so toll fand. Sinn gar keiner. Verstand auch null. Bock, jo. Das ist schon nicht. Ich bin halt zuständig, dass die Neulinge ihre Inhalte verschalten können. Die Baum und Raid Level 50. Vielleicht geht dann mit. Ah, okay. Auch sehr cool. Ja, bei Level 50, ich nähere mich an. Also ich wollte heute Level 47 schaffen. Ich glaube, das schaffe ich nicht ganz, weil ich bei meiner Hauptquest die ganze Zeit am Verrecken bin. Liegt aber vielleicht auch daran, dass ich schon ein bisschen sehr müde bin. Weil ich jetzt wirklich schon seit einigen Stunden wach bin. Und auch schon wieder fast 9 Stunden am Stück streame. Und vielleicht liegt es auch daran. Hier und das soll keine Inhalte. Ja, hast du schon recht, hast du recht, ja. Ich wollte jetzt halt die Baden-Quest machen und hatte jetzt eigentlich Stufenaufstieg, also Stufenaufstieg angewählt. Hatte auch vorher, wie einer aus meinem Chat gesagt hatte, vorher alles auf Auswahl aufheben gemacht. Und plötzlich war ich halt trotzdem wieder in der steinernen Wacht drin, in der Ini. Wo ich eigentlich gar nicht hin will. Davon mal ganz abgesehen. Das hier will ich eigentlich gar nicht machen. Was ist halt trotzdem mit. Eigentlich wollte ich nur meinen Stufenaufstieg Quatsch da machen, weil ich das seit Ewigkeit nicht gemacht habe. Weil ich da vorhin erst wieder dran erinnert wurde, dass es das hier auch noch gibt. Und ja. Irgendwie, trotz dass ich auf Auswahl aufheben gemacht habe, hat er mich halt in die Ini gesteckt. Und ich habe vorher nicht drauf geachtet. Weil ich dachte, ja, mit Auswahl aufheben, ne? Das geht entscheidend, wo du reinkommst. Also kann. Okay, warte. Also kann das hier trotzdem schon auf. Dass wir auf Stufenaufstieg sein, oder? Mich wundert halt dieser Titel.
Weil ich dachte, dann würde da halt auch Stufenaufstieg stehen. Wenn er so lässt, dass er dich daran reflektiert hat. Okay. Okay. Weil das hat mich halt von Anfang an verwirrt. Also anfangs, da habe ich den Fehler gemacht, ich habe halt nie Auswahl aufheben gemacht. Das heißt, das war zu der Zeit, wo ich in die Inni Tantara rein konnte. Und ich war, glaube ich, 6 Mal hintereinander in Tantara drin, weil ich jedes Mal die Inni angeklickt hatte, obwohl ich eigentlich woanders hin wollte. Und dieses Mal bei Stufenaufstieg wusste ich es jetzt halt nicht, ob ich das jetzt wirklich Zufall generiert ist oder... Ja? Ob ich jetzt wieder was Falsches angeklickt hatte. Und gerade Zahl kommen in der Stufe steigen. Hm. Okay. Ich verstehe. Hoffe ich. Drei Stunden sind wir auch fertig. Dann müssen wir Stufe 50, 60, 70 kommen nicht in der Stufenbeschreibung. Ich werde jetzt eine Lösung haben. Okay. Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Wo bis Stufe 50? Ich weiß nicht, ich glaube, das müsste ich im Laufe der Woche schaffen. Das ist nämlich mein Ziel für diesen Monat gewesen, dass ich Stufe 50 schaffe. Aber heute, ja, wie gesagt. Ich würde gerne 47 schaffen. Hm. Weiß noch nicht, ob das so genau, wie ich mir das vorstelle. Also eine Frage, die ich habe, die wurde mir zwar schon mal beantwortet, aber ich bin mir trotzdem noch relativ unsicher, weil die Person das auch nicht richtig wusste. Ab wann man dann fliegen kann mit seinem Reittier und ob man mit jedem Reittier fliegen kann. Das würde mich halt auch nochmal interessieren. Weil das ist so ein bisschen etwas, wo ich ja darauf hinarbeite, weil ich gerne nicht mehr auf andere angewiesen bin, wenn ich irgendwo hin möchte. Also gut, jetzt wird mir ja freiwillig angeboten, aber ich habe trotzdem jedes Mal ein bisschen dabei. Naja, Level 50, okay. Also, dann die Hauptquest Level 50, oder? Oder doch Hauptlevel Level 50, ne? Nicht Charakter. Gott, Leute, ich muss aufs Klo. Ich will fertig haben. Einfach nur auf Level... okay. Bei mir wurde nämlich gesagt, erst wenn ich die Hauptstory fertig habe von... Also, ne, das Hauptspiel quasi so fertig habe von irgendwie geboren und dann Stufe 50 bin. Dann könnte ich erst reiten. Aber wenn das allgemein ab Stufe 50 wäre, dann... Okay. Das kann ich ja mal überspringen. Musst du Ether sammeln auf einer Karte, damit du fliegen kannst in dem Gebiet. Okay. Ich hoffe, dass das jetzt relativ schnell zu Ende ist hier. Denke noch nicht. Nee, also alles, was über für mich erstmal Reborn hinausgeht, da würde ich noch gar nicht dran denken. Ich glaube, dann kriege ich Kopfschmerzen.
Oh, das größere Problem ist eigentlich, dass ich glaube. Mach fertig hier. Machen wir einmal das hier. Was war das denn noch? Ja, der kommt wieder runter. War mutig, ein Band zu spielen. Tatsächlich wurde mir das empfohlen. Bisher, gut, ich bin noch nicht komplett geübt darin, sag ich mal. Aber bisher komme ich eigentlich ganz gut klar. Soweit mir ist es auf 76. Sehr cool. Alter. Ich will hier raus, ey. Mach den endlich kalt, ich muss wohin. Aber ich hatte schon fast die Befürchtung, dass du schon schlafen gegangen bist, Luna. Okay, ich bin tot. Scheiße. Ich lebe wieder an dem Jahr. Okay, ich bin fertig. Nee, ich habe direkt Netflix geschaut. Ah, okay. So. Ich muss jetzt leider ganz schnell wohin. Ich krieg sonst, glaube ich, ein ganz großes Problem hier. Ich bin gleich sofort wieder da. Bis gleich. Ich glaube, ich bin noch schon lange nicht mehr so aufs Klo gerannt, ey. Wir waren jetzt schon wieder 2 Stunden. Rückgeeilt, schnell mit der Katze geschmust. Weiter geht's. So. Der Südwind. Musik mit dem Gewitter im Hintergrund so entspannt. Ah, Luna, du stehst vor mir! Und wie oft bin ich diesmal an dir vorbeigelaufen heute? Es wäre schön, wenn es hieß, gar nicht. Gar nicht, ja! Ach, das ist toll. Oh, frierst du? Warte mal. Naja, lief halb so gut, ne? Also musste eben noch mal ganz schnell mit den Katzen schmusen. Wir haben nämlich einen Kater, der trinkt am liebsten aus der Leitung. Also der trinkt tatsächlich nicht aus einem Napf, sondern nur aus der Wasserleitung. Da musste ich dann eben erstmal noch die Badewanne anschmeißen für ihn. Damit er erstmal schön baden kann. Ich glaube, sonst wäre ich auch ein bisschen schneller wieder da gewesen. Aber naja. Was tut man nicht alles für die Katz? Man rechnet etwa 1 Stunde Arbeit, 19 Millionen XP. Weißt du, und ich dümpel hier mit Level. Ah, doch, Level 47 bin ich jetzt. Ich habe zumindest mein Ziel für heute erreicht, tatsächlich. Ziel für heute erreicht, aber. Ich glaube, eine halbe Stunde mache ich noch. Das ist 25 Millionen zum Level ab. Boah. Du Arme. Im Moment, wenn man merkt, dass man noch was zu essen hier stehen hat.
Einfach mehr als eine Stunde muss ich dann, dann machen. Boah. Aber trotzdem heftig. Wie viel ich denn heute noch mache. Wann gehst du denn ungefähr schlafen? So ungefähr, wie gesagt. Mein Plan war 3 Uhr, denke ich. Eine Flasche Cola entdeckt habe. Okay. Also ähnlich wie bei mir. Wobei, bei mir war es keine Cola, sondern... Weil es vorhin dann noch so cool war, mit euch allen. Da habe ich dann gesagt, okay, dann trinke ich doch nochmal 1-2 Gläser Wein. Für morgen habe ich noch genug, Gott sei Dank. Aber ich habe mir jetzt noch ein Gläschen Wein eingeschenkt. Bei dir bist du auslassen, dann zurück nach. Ja! Ja, ich darf mit Luna rumlaufen. Das ist toll mit uns. Ja! Oh Gott, Luna, du weißt. Ey, du glaubst gar nicht, wie viel Spaß mir das mit, vor allem mit dir macht. Und auch mit den anderen vorhin. Ey. Das ist unglaublich. Aber schön, ich bin, wenigstens kann ich mich jetzt wieder bewegen. Das ist toll. Warte. Ein gutes hat es ja. Dann lässt sich da oben noch diese Musik zu spielen dazu. Sport tut gut. Vor allem mitten in der Nacht, ey. Ich bin mittlerweile echt froh, dass ich diese Kniebeugen habe. Komm ich wenigstens dazu, Sport zu machen während des Streams. Auch wenn es nicht viel ist. Das freut mich zu hören. Luna! Mache ich es eben. Ja. Ja. Nee, aber war vorhin echt cool. War echt cool. Vor allem das Geile ist, ich hatte schon so im Gedanken so, 100 Pro kennt ihr euch alle. Und was war? Ihr kennt euch alle. Dann sehen wir so, juhu, schön. Nee, war echt cool. Auch wenn ich immer noch ein schlechtes Gewissen habe, wenn ihr mich hin und her kutschiert. Müssen ist das ja nicht, aber... Na? Oh je, was ist denn jetzt? Oh je. Teilwirkung hat sich ein bedrohliches, süßes Atmosphäre. Davon habe ich heute bestimmt fünf Stück bekommen. Ah, okay. Sehr cool. Was kann man damit genau machen? Jetzt mit Blut gefragt. Muss einmal ganz kurz nachgucken. Das passt dir mal eine Wut. Ah, okay. Okay, ich weiß Bescheid. Okay. So, also ihr habt die angestellt. Zu Steko. Ja, ich glaube, Haus wird leider noch etwas dauern, befürchte ich. Obwohl ich gerne eins hätte. So, wo muss ich hin? Diesen Weg. Ja, 500k. Du hattest das mir, glaube ich, schon mal erzählt. Und ich bin, glaube ich, vom Glauben abgefallen. Beziehungsweise, wenn ich dann jetzt. Ey, das ist heftig. Aber es gab Wartelisten dafür, ne? Hattest du mal nicht gesagt, dass es nicht für jeden Spieler eins gibt, ne?
Ja. Verlaufe ich mich bestimmt. Ah, ich liebe dieses Bett. Wohnung und Haus ist was anderes. Okay. Also ich möchte auf jeden Fall ein Haus haben später. Aber ja. Ich glaube, das wird dauern. 3,5. Boah. Ne? Also ich habe 119.000. Da komme ich nur lange nicht mit hin. Also ich bin froh, wenn ich so über die Runden komme. Wahrscheinlich gehe ich gleich auch wieder drauf, wie vorhin, bei der Hauptquest. Ich habe auch nur 1, der hat mehr als ich. Ein bisschen. Da oben. Einmal wieder runter von der fetten Katze. Und ich werde sterben. Oh ja, die Ini, oh Gott. Ich würde nicht schon wieder. Ich hasse. Ich bin ja froh, dass ich vorhin bei Garuda dann Hilfe hatte. Ich hatte echt so ein bisschen Schiss vor dem. Vor der Ini. Was muss ich? Wie, wo, was, weiß. Wie da. Der treffende Sack. Das ist der franzte Sack. Das ist der franzte. Nein! Warte mal. Was hab ich. Oh, nee, okay. Nee, noch nicht. Ja, gleich. Gleich. Ich habe eben noch einen langen Weg vor mir, leider. Leider, leider.